Vitamin C ist ein essentieller Nährstoff, der für das Wachstum, die Reparatur und den Schutz des Körpers benötigt wird. Es ist bekannt für seine Rolle bei der Bekämpfung von Krankheiten und der Erhaltung des Immunsystems. Ein Mangel an Vitamin C kann jedoch zu vielen gesundheitlichen Problemen führen. In diesem Video werden wir uns auf die häufigsten Anzeichen eines Vitamin C-Mangels konzentrieren und wie du diese erkennen kannst. Vitamin C ist ein Antioxidant, das im Körper zur Bekämpfung von freien Radikalen eingesetzt wird. Freie Radikale können Zellschäden verursachen und das Immunsystem schwächen. Ein Mangel an Vitamin C kann zu einem geschwächten Immunsystem führen, was zu häufigen Infektionen und Erkältungen führt. Ein weiteres häufiges Anzeichen eines Vitamin C-Mangels ist Müdigkeit. Vitamin C ist für die Produktion von Adrenalin, einem Hormon, das für die Energie und Wachsamkeit sorgt, notwendig. Wenn du nicht genug Vitamin C zu dir nimmst, kann das in Müdigkeit und Erschöpfung resultieren. Zahnfleischbluten ist ebenfalls ein häufiges Anzeichen eines Vitamin C-Mangels. Vitamin C ist für die Bildung von Kollagen im Körper notwendig, das für die Stärkung der Blutgefäße und des Zahnfleisches verantwortlich ist. Ein Mangel an Vitamin C trägt dazu bei, dass das Zahnfleisch schwächer und anfälliger für Blutungen wird. Hautprobleme können auch ein häufiges Anzeichen eines Vitamin C-Mangels sein. Wie bereits erwähnt, ist Vitamin C für die Produktion von Kollagen notwendig. Dieses ist für die Gesundheit der Haut und die Regeneration von Gewebe verantwortlich. Ein Mangel an Vitamin C kann dazu führen, dass die Haut trocken und schuppig wird, anfälliger für Faltenbildung ist und sogar zu Ekzemen führen kann. Zu guter Letzt können auch Muskel- und Gelenkschmerzen ein Anzeichen für einen Vitamin C-Mangel sein. Vitamin C ist für die Kollagenbildung in den Gelenken und Muskeln verantwortlich, was dazu beitragen kann, Schmerzen und Entzündungen zu reduzieren. Ein Mangel an Vitamin C kann dazu führen, dass die Gelenke und Muskeln schwächer werden und Schmerzen verursachen. Insgesamt können die Anzeichen eines Vitamin C-Mangels sehr unterschiedlich sein und sich auf verschiedene Bereiche des Körpers auswirken. Wenn du einen Vitamin C-Mangel bei dir vermutest, solltest du deinen Arzt aufsuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitamin C ist, kann dazu beitragen, einen Mangel zu vermeiden. Es gibt viele Nahrungsmittel, die reich an Vitamin C sind, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte, Beeren, Kiwis, Paprika und Brokkoli. Es ist jedoch auch möglich, Vitamin C durch Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, insbesondere wenn du Schwierigkeiten hast, genug Vitamin C durch deine Ernährung zu bekommen. Insgesamt ist ein ausreichender Vitamin C-Gehalt im Körper wichtig, um eine gute Gesundheit aufrechtzuerhalten. Wenn du einen Mangel vermutest, solltest du handeln und deinen Vitamin C-Gehalt erhöhen, um das Risiko von gesundheitlichen Problemen zu reduzieren. Teile das Video auch unbedingt mit deinen Freunden und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keins unserer Videos mehr zu verpassen.